1969, ein außergewöhnliches Jahr. Woodstock begeistert. Fast 400.000 Kilometer entfernt betritt der erste Mensch den Mond. Und im Hintern von Schalke-Spieler Friedel Rausch klafft eines Tages ein 6 cm großes Loch. Es ist der 6. September 69. Kampfbahn Rote Erde, Dortmund gegen Schalke. Die Zuschauer sind damals noch hautnah dabei, wie auch die Dortmunder Ordnungshüter mit ihren Schäferhunden. Die 37. Minute. Hans Pirtner bringt die Knappen mit 1:0 in Führung. Die Schalker Fans erst aus dem Häuschen, dann auf dem Platz. Ordner und Hunde schnell auf ihren Fersen. Und die Tiere beißen beherzt zu. Friedel Rausch erwischt es in den Allerwertesten. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe jahrelang dann danach noch Spott geerntet. Ja. Ich habe ein Stückchen aus dem Hintern herausgebissen bekommen. Richtig. Nach Verabreichung einer Tetanusspritze, aber immer noch mit Loch im Po, spielt Rausch weiter, unter Schmerzen. Ein harter Hund, der gebürtige Duisburger. Ich habe circa 10 bis 12 Tage nur auf dem Bauch liegen können. Und okay. Gut, dass er hinten gebissen hat. Wenn er vorne gebissen hätte, wäre schlimmer. Ja, das ist wahr. 1:1 endet die Partie. 500 Mark Schmerzensgeld und einen Blumenstrauß erhält Rausch später von Dortmund. In einem legendären Spiel, von dem er behaupten kann, diese Partie hatte ja richtig Biss.